Ich schöne guten Abend. Ich begrüße euch für die erste Mission von MATV am neuen Jahr und wünsche euch alles Gutes. Wie die Jahre für Drohnen hat die Familienkommission Mattergemeng für das Fest vom dritten Alter invitiert. Das kann ja ohne Masken ersichtlich froh über die neue Freiheit. Gauft Fest vom dritten Alter, wo sich viel Leid aufhand hatten, am Kulturzentrum Königsbund aufgehalten. Das ist eine Organisation von der Familienkommission von der Gemeinde Mama. Wir sind heute zu Mama am Königsbund, wo die Kommission von der Familie im dritten Alter zusammen mit dem Chefverrat von der Gemeinde Mama Trostfeier für den dritten Alter organisiert. Das sind die Leute hier aus der Gemeinde ab 65 Jahren, wo sie können dann hineinkommen. Sie kriegen ein flottes Menü mit Entree, Haarplan und ein Dessert. Natürlich als traditionell Büsch geht als Dessert. Wir haben eine flotte Musik, das auch Ambiance gesorgt ist. Wir sind bald bei 300 Leuten und die Leute sind wirklich immer zufrieden und froh, dass sie nur der ganzen Covid-Zeit nur darum können, unbeschwert hier sitzen, zusammen feiern, zusammen lachen, zusammen Witze erzählen. Und wir sind ganz froh von unserer Kommission, dass wir dürfen die Leute hier aus der Gemeinde das schenken. Alles auf die Handklappe! In der Vergangenheit haben wir schon mal einen Ausschnitt vom Adventskonzert von Kapelle gewesen. Dieses Jahr waren wir zu Mama, wo neben dem Chor vom Konservatoire Choral von Mama abgetreten ist. Thank you.
lief gest am Numm vom Verwaltungsrat von der Stiftung Förderung junger Künstlerinnen und Künstler in Luxemburg. Begrüße ich ganz herzlich heute Abend hier am Mamer Schloss, wo wir dieses Jahr zwei jung und vielversprechende Laureaten am Bereich Instrumentalmusik auszeichnen. Ich begrüße ganz herzlich als zwei Laureaten Emma Santini und Yannis Griso, zusammen mit ihren Familien und ihren Bekannten. Ich entschuldige Kulturminister Saint-Anson und ich heiße herzlich willkommen der Mama Deputé Maire Gilles Roth und Deputé Dunia Bernard, die zwei Mama Chefin Luc Feller und Roger Negri und Membren aus dem Gemeinderat Jean Beissel und Nadine Schmidt. Und der Bürgermeister Georges Fohl von der Nordbusch-Gemeinde von Garnisch. Ich profitiere dann auch direkt von der Gelegenheit für den Mamer Bürgermeister, dem Chef der Gemeinderat und der Gemeindeservice, vielmals merci zu sagen für die vielfältige Unterstützung bei der Vorbereitung von dieser Feier. Ich begrüße Vertreterinnen und Vertreter vom Mamer Königsbund und der Kulturkommission, der Verwaltungsratspräsident vom Orchester der Chambre de Luxembourg, den Direktor von der Soliste Européen, Direktion von der UGDA und Kommission de Surveillance vom Staatlichen Conservatoire. Wir begrüßen ich ganz besonders auch den Orchester vom Staatlichen Conservatoire und ihren Dirigent, den Direktor vom Conservatoire, Marc Meyers. Herzlich willkommen und vielmals merci für den Aufschlusskonzert Uni Caché, bei dem wir ich zusammen mit unseren zwei Laureaten als Solisten hören werden. Lieb Gast, wir haben den Auflauf von dieser Zeremonie auf der Faltblatt-Broschüre, die wir ich bei der Entree ausgedehnt haben. Darauf haben wir auch zusätzliche Informationen zu der Stiftung, die im Jahr 1989 von der Deutschen IKB-Bank, die ihren Sitz zu Lützeburg hat, gegründet war. Und zwar auf Vorschlag von Alphonse Schmidt, den unter dem Aufhang, kann ich ruhig sagen, als treibende Kraft am Verwaltungsrat von der Stiftung aktiv war, die meiste Zeit über als Präsident. Am Jahr 2012 hat die IKB international sich von Lützeburg zurückgezogen, und die Stiftung hat, was kein Zufall war, ihre Siege auf Mama verlöst, wo die Gemeinde Mama eine Zucht Patenschaft überholt wird. Das heißt, die Gemeinde Mama ernennt ein Member am Verwaltungsrat, hält aber keinen Einfluss auf die Entscheidungen. Wir sind, wie gesagt, aber froh und dankbar für die Hilfe bei der Organisation von so Feierlichkeiten wie die heute Abend. Von Anfang an war das Ziel von der Stiftung, jung und zukunftsträchtig Talente am Laufe von ihrer Ausbildung an den verschiedenen Bereichen von der Kunst zu fördern. Der Förderpreis ist sowohl eine Anerkennung für Leistungen am Vielfalt, wie auch ein Encouragement, einen finanziellen Impuls für auf dem Weg führen zu führen. Noch über 30 Jahre können wir eigentlich auf einen bemerkenswerten Palmares zurückgucken. Das ist schon mal eine Tradition. Ich soll immer die Laudatio erhalten. Ich soll, das wird einfach nicht immer so viel gehen. Aber heute meine ich das am Namen von der Stiftung für die Promotion von jungen Artisten zu Lützeburg und das sind Yannis Griso und Demme Santini. Beide Artisten haben 19, 20 Jahre, fallen also vom Alter her voll an eine Zielgruppe. Aber das ist nicht genug. Der Verwaltungsrat von der Stiftung hat für dieses Jahr Musik als Preiskategorie ausgewählt, wie präzise Streichinstrumente, die es noch vier sollen bräuchten gehen. Heute ehren wir einen Geist und eine Bratschistin. Interpreten von anderen Streichinstrumenten werden sicher nach einer anderen Kehr und reinkommen.
erstens die Anerkennung für das Erreichte und soll Sinn vor allem für Ansporn für die Zukunft. Und dann ist die offizielle Urkunde und das Preisgeld müsste längst auf Ihrem Konto sein. Felicitazioni di zwei jungen Laureati. Permettez-moi de vous dire, Madame, que j'étais particulièrement étonné et également j'étais impressionné par le fait que vous ayez dit que vous êtes revenu de New York, des États-Unis, pour vous déplacer ici à ma mère, pour accepter et recevoir ce prix, ma mère Anus, en guise de remerciement à l'État luxembourgeois. Je pense que non seulement moi-même, mais beaucoup, et surtout toute l'audience qui font partie de cette cérémonie, a beaucoup apprécié ces paroles et ces mots. Et je veux dire, durch den, eigentlich zwei, wie nennen die, Juna, Millenniumen. Ja, Millennium. Die sind alle gut an 2000er geboren, an was flott ist. Gesehen die, wie groß und divers die junge Lützebäuer Kommunität bei uns zu Lützeburg ist. Schiedfried geht sein weh. Die eng, die machen Studien heute an Europa, die anderen machen sie zu Lützeburg, die anderen machen sie wie dir an den Vereinigten Staaten. Das geht von der Kultur über den Droit bis zur Mathematik, Geschichte, Sozialwissenschaften, alles als aufgedeckt. Ich meine, das ist die große Vielfalt, die man zu Lützeburg schon, und das ist auch der, was Zukunft von Lützeburg ist. Ich werde eher Zukunft brauche ich, meine ich nicht viel zu suchen, weil ich ging so in die als an der Musikwelt, als die garantiert. Und ich bin auch so appreciiert, wo 23 gesagt tut mir das noch was zukommen, was mir das geschieht. Die hat nicht eine fixe Idee, ich will nur Professor am Konservatoire gehen. Die hat nicht gesagt, ich will nur an dem Symphonieorchester spielen, die wird nicht gesagt, die will Solist gehen, die will an einem Kammerorchester spielen. Alles das gehört auch zu der Spannung von einem jungen Leben, zur Spannung von einem jungen Leben als Künstler und als Künstlerin. Dafür von meiner Seite auch Gutes an ihrem zukünftigen Weg und auch an ihrer zukünftigen Karriere, weil ich meine, die assuriert. Alles wird den Anfang gehört durch ein Ende. So auch die Winter Moments, wo wir heute noch ein paar Bilder von der Ouvertüre gesehen. Es war der bekannte Ensemble Christmas Moments, den Claude von dem diesjährigen Wintermarkt gemacht wird. It's Christmas time. You don't need to be afraid. At Christmas time, we banish light and we let it Christmas bells.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen von unserer Seite aus. Wir sind Christmas Moments und freuen uns heute Abend hier bei euch in Mama zu sein. Und uns verbindet ja auch mit der Gemeinde eine lange Geschichte schon. Wir haben schon öfter hier gespielt und in Kapellen. Und von daher freuen wir uns sehr, dass wir heute den Abschluss eures wunderschönen Weihnachtsmarktes musikalisch begleiten können. Und ja, habt Spaß mit uns, singt mit, tanzt mit. Wir haben einige Weihnachtslieder dabei und Songs aus unserem aktuellen Tourneeprogramm. Und ja, genießt die nächste Zeit. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by choir. And folks, they're dressed up like Eskimos. Everybody knows some turkey and some mistletoe will help to make your seasons bright. Tiny little tots with their eyes all aglow can hardly get to sleep tonight. They know that Santa Claus is on his way. He's bringing lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is going to spy to see if a reindeer really know how to fly. And so I offer you one simple prayer to kids from 1 to 92. Although it's been said many times and many ways, Merry Christmas to you. Ladies and gentlemen, Carlos. Many times and many ways.
Christmas, Feliz Navidad. Und das war die Emission von heute. Ich sage ein großes Merci für das Zuschauen. Und zwei Wochen sind wir zusammen mit den Neujahrsrezeptionen.